die Lilly ist wieder da. Ja, und wir stehen an der Brücke mit zwei finsteren Gestalten. Kannst du mit denen reden oder irgendwas? Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Okay. Was ist denn hier noch eine Futtergrippe? Was steht da drauf? Kann man an das der lesen? Futtergrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Aha. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schuppen. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Blabla, also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Hey, aber genau das brauchen wir. Lilly hätte ja gern die Warnung beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Kannst du dir das angucken, das Kraut? Oder die Futterkrippe? Nee, hey, da hängt das Schild, okay. Okay, nehmen können wir es auch nicht. Da müssen wir wohl was drauf tun. Ja, wir haben doch so schön Neon-Drink. Und so Cocktail gleich. Bah! Wenn die Säbelzahnwildschweine schon ihr Revier markieren mussten, dann halt auch so. So, und jetzt wahrscheinlich wieder raus, rein. Können wir mit dem eigentlich reden? Mit Garrett auch nicht wahrscheinlich. Nee. Oder kannst du da jetzt hier was also nehmen, was wo gehört? Das hat? Hey, weiß nicht. Ja, hoffentlich nicht wieder so ein Säbelzahnschwein. Okay, kannst du das nicht nehmen? Da kann nichts nehmen. Nur die drei. Und die können wir ja nicht auswählen. Ja, dann geh mal raus und noch mal rein, ja. Oh, komische Geräusche. Oh. Da hat sie was getan. Hä? Ah, Revierkraut. Ah, jetzt aber. Okay. Okay, das haben wir jetzt, das Revierkraut. Jetzt haben wir Revierkraut und Chilischote und Valium. Und das jetzt haben wir alles, genau. Genau, das brauchen wir für diesen Vulkano-Drink. Super Sache. Gehen wir wieder ins Dorf. Cool. Ja. Das geht ja voran. So, du. Jetzt bestellen wir uns was. Okay. Ja, da haben wir jetzt alles. Yeah. Ein Vulkanemassaker kommt sofort. Aber Vorsicht, da sind ganz schön viele Wumms in dem Drink. Und das ist nicht der Name des Wurms, wenn du weißt, was ich meine. Aha. Ah, nimm mit. Ach, ich darf nicht. Ach nee, habe. Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. Hey, guck mal, meine lustigen Weißerchen. Die sind doch niedlich, oder nicht? Oh, habe ich töte dich. Komm, nein, geht nicht. Wir brauchen ein neues Verbot aufzuheben. Hypnotisiere den wieder mit dem Wollknäuel. Wir müssen ja Alkohol trinken. Das müssen wir als nächstes aufheben. Da, schau. Das Wollknäuel. Darf ich das mal sehen? Gerne. Yeah. Ach, Harvey, du bist so ein Langweiler geworden. Nee. Ja, echt, ne? Wenn die einen dritten Teil machen, dann hoffe ich, dass er wieder so böse wird. Ja, das hoffe ich auch. Der war, hat ja immer echt gute Kommentare gehabt im ersten Teil. Ja. Also, das wäre ja auch echt blöd. Das oh. So ein... Oh. Ja, du Hundimänner. Poco. Die Pokerhunde, oh, da gibt es so ein furchtbares Teppichbild von denen. Nicht den Kaffee nehmen, ich weiß, was mit dem Kaffee passiert. Nein, tu's nicht. Okay. Ah, okay. Weil der dich aus der Trance rausholt, das weiß ich. Ach so. Weil ich das schon mal gelunzt habe. Du darfst mich dann gleich nochmal machen. Okay, gut. In Ordnung. Ja. Erstaunlich. Der Kaffee war so stark, dass er Lilly aus ihrer Trance riss. Genau. Nix gut. Okay, dann nochmal. Also nochmal von vorne. Komm schon, Harvey. Du bist so ein Depp, Harvey. Du warst früher so schön böse. Da, bitte.
Hui! Boogie, Boogie, ja, Boogie. Und ab geht's hier in die Trance. Ach, wir haben schon das Mayonnaise-Glas, können wir Aber Zigarren Zigarren anmachen? können wir Nee. nicht. Oh, die Sendung von Mitspieler! Ich bin ein Hund. Sektgrübe? Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sich an ihr Bett. Oha. Hey, wenn man da jetzt rausgeht, ist dann alles Westerndorfmäßig. Geh doch mal, guck doch einfach mal, will ich wissen. Sollen wir erst mit den Pokerhunden reden? Wer so? Okay, reden wir mit denen. Ja. Hey, guck mal, das hässliche Menschlein will spielen. Dann sollen sie ihren Einsatz machen. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Na toll, okay, dann gehen wir raus. Oh, das sieht ja mal heiß aus. Oh, wie toll. Eine Cash Cow. In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war die Cash Cow nicht gezwungen, an jedem kleinen Milestone Halt zu machen. Ich habe Minestrone gelesen eben. Dachte, was ist das denn? Was ist da drinne? Mal Guck. rein. Ja, klar. Nee, willst du nicht. Aber aufgemacht hat es. Kann man irgendwas reintun wahrscheinlich. Da steht auch noch einer hier. Was ist das? Ah, den habe ich total übersehen, ey. Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen so in einer so rauen Umgebung? Warte mal, du willst nicht einfach deine Gold raus, oder? Ja, du kannst ja gleich wieder deine Sachen packen, yeah. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Bonanza! Außerdem kämst du gerade, das ist ohnehin nicht, nein. Da, Go, ich wusste es, du bist hinter mein Gold her. Aber das Castle Control ist vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Lilly hatte kein Interesse an der Biene, aber Sind wir dieser sicher? Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Das kann natürlich sein. Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Genau. Frag mal nach Ja, dem Weg. Logo. Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Ah, eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Ja, tu's. Wir Ja, folgen dir. mach's, mach's, mach's. Ja, Wendigo sieht aus wie Harvey. Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Tja, ich weiß es leider auch nicht. Ja, es ist irgendein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Oh, wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Der treibt sich irgendwo hier rum. Ah, wo? Ja, wollen wir wissen, der Schamane. Keinen Schimmer, ich weiß sowieso nichts. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont, weißt du, aber wenn dir irgendjemand etwas über Wendigos erzählen kann, dann er. Aha, gut zu Okay. wissen. Was ist... Okay. Haben wir, glaub, alles. Können wir in die Prärie gehen? Den Hinterhof. Hinterhof? Geh doch mal in den Hinterhof Ja, gehen wir erst mal. zuerst. Und da können wir Indianerfriedhof. Oh. Okay. Und da können wir auch rein zum Sheriff. Toll. Huh? Oh, was ist das Eine denn? Kaffeebohne. Quacksalber. Wo ist Quacksalber. Kaffeebohne? Das sieht so aus. Ach so. Kommen Sie näher! Beschauen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin! Antifaltencreme mit Hautstrahlmaterial aus der Raumfahrt! Frisch angeliefert! Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt! Und Oh. jetzt neu die Pille der Nahre! Ich meine für zwischendurch! Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen oder davor! Kommen Sie! Staunen Sie! Und nehmen Sie eine Kostprobe von Alcofix, dem exklusiven Wunderallheilmittel auf Alkoholbasis. Ja, haben wollen. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Ja. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alcofix, dem Ja. Wunderschmecks? Ja. Siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund Oh nein. aus.
Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alkofix nicht helfen. Wieso, was ist denn mit meinen Ohren? Hast du irgendwelche starke Schmerzen? Kopfschmerzen. Aha. Unheilbare Erbkrankheiten? Ja, Alzheimer. Tinnitus, Hepatitis, Gebärmutterkrebs? Alzheimer. Tja, das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alkoholprobe aushändigen. Okay. Komm wieder, wenn du krank bist. Okay, das heißt, wir müssen krank werden. Scheiße. Gut. Shit. Scheißdreck. Geh in die Prärie, vielleicht können wir da irgendwas fressen und krank werden. Yes. Sand essen oder, weiß ich nicht, Geierkacke wir oder... Wir könnten auch jetzt einfach King's Quest spielen. Ja, zum Beispiel. Sand hätten genau. wir ja genug da. Guck, da liegt Cedric. Da steht Cedric. Oh, der hat sich in einen Geier verwandelt. Das ist jetzt wirklich eine Anspielung, oder? Aber echt. Ja, du mich auch. Sag mal, hast du nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Na ja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Haas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Wer frisches Obst sagt, dann mal einen Salat. Weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Ich bin ein Junkfood-Fresser. Sobald ich verderbtes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und Nässenexzeme. Das ganze Gerede hat mich hungrig gemacht. Und die ist bestimmt zum Kotzen, oder? Lass mich alleine mit deinem knurrenden Magen. Okay. Ja, das ist ein Rauchzeichen. Irgendwo und das ist... schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Toll. Und was ist das mit der Sonnenuhr hier? Da ist irgendwas verstellen hier. Ah, kommt die Sonne am Himmel und geht wieder. Ach, können wir die verschieben? Ah, die Sonne kann man verschieben. Das ist ja toll. Oh, können wir auf das Ding... Was haben wir denn da? Keine Ahnung, pack mal die Mayonnaise da. Oder gibst du dem Geier oder... Das ist richtig, da verdorbenes Fleisch. Ah, er putzt dir mal die Zähne. Und wenn du das auf die Sonnenuhr packst, ich weiß auch nicht. Yes. Wir haben ja was. Oh. Aber wie soll und ich jetzt? Jetzt. Gammelige Mayonnaise. Toll. Die schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten bräuchte? Seufz. Kannst du die Mayonnaise denn... Ja, automatisch. Ach du Scheiße. Au, jetzt ist sie jedenfalls krank. Auf jeden Fall, dann zurück zu der Kaffeebohne. Genau. Das machen wir noch schnell in dieser Folge. Ja, das machen wir noch schnell. So, wir sind krank. Quacksal. Ja, guck uns kommen an. Kommen Sie näher, kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin, oder? Das habe ich schon vorhin schon gesagt, ja. Genau, das kann will niemand mehr wissen. Ja, die Pille danach, ich meine zwischendurch. Und so weiter. Kommen Sie hier. Ach, du schon wieder. Nein, du brauchst nicht unbedingt näher kommen. Es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Hast du irgendwelche starke Schmerzen? Ja, mir ist übel. Unheilbare Erbkrankheiten? Ja, Alzheimer immer noch. Tinnitus, Hepatitis, Gebärmutter, Krebs. Das hatten wir doch alles schon. Wir sind doch jetzt krank. Jetzt zeigt es. Ah, okay. Aber hallo! Was haben wir denn da? Die hat gerade ihre Brust gezeigt. Ui. Aber ganz was Besonderes eingelassen. Meinen Glückwunsch. Hier. Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um meine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo! Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Hurra! Für dich! Und wir sind ja in der Traumwelt, damit können wir garantiert das Alkoholverbot aufheben jetzt. Eben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Genau, ihr Lieben. Macht's ja. gut. Ciao. Ja. Bis dann.